Andreas, Aufstieg in diesem knappen, spannenden Spiel, was über lange Zeit knapp war, endlich gepackt. Was ist bei dir los innen drin? Ja, ich denke, über die 120 Minuten war das Spiel schon verdient, dass wir es gewonnen haben. Wir haben es uns am Anfang unnötig schwer gemacht. Aber wie gesagt, in der Verlängerung waren wir klar die bessere Mannschaft und auch schon in der zweiten Halbzeit. Und ich denke, der verdiente Sieger war FC Kirdach. Und natürlich halt einfach eine riesengroße Freude, dass wir überhaupt noch am Schluss da reingekommen sind auf dem zweiten Platz. Das war ja schon überragend. Wir haben da wirklich recht lange die Spannung und den Druck aufgebaut auf die Gegner. Und dass es natürlich jetzt in diesen zwei Entscheidungsspielen so kommt, ist natürlich umso schöner. Erste Halbzeit war pari pari, da geht das 0:0 klar in Ordnung. In der zweiten Halbzeit nach ein, zwei Umstellungen waren wir, denke ich, komplett die bessere Mannschaft. Haben es da versäumt, schon viel früher das 1:0 zu machen. Reichenbach war natürlich dann immer gefährlich durch Konter und das mussten wir dann auch irgendwie auch ein bisschen verhindern. Aber dann aufgrund von der Verlängerung mit dem Elfmeter, ob man den jetzt geben kann oder nicht, war das dann am Schluss doch schon ein klares Spiel. Wann warst du sicher, dass euch dieser Sieg nicht mehr zu nehmen ist? Das ist ja das Problem im Fußball. Man hat, glaube ich, jetzt schon viele Spiele gehabt, wo man denkt, die Spiele sind schon gelaufen. Ich meine, da muss man nicht nur hier in Kirdach schauen, da muss man überall in der Bundesliga oder überall, egal wo, sehen, dass so Spiele immer noch kippen können. Wir haben es natürlich unnötig spannend gemacht mit diesem unnötigen Gegentor. Dann ist das immer noch gefährlich, weil Reichenbach hat ja danach noch zwei Eckbälle gehabt, wo immer mal was passieren kann. Und eigentlich war ich mir gar nicht sicher. Nach dem 2:0 waren noch 10 Minuten zu spielen und da kann halt immer noch viel passieren. Aber ja, wie gesagt, unnötig spannend gemacht und musste nicht unbedingt sein. Wie geht es jetzt für dich weiter und für eure Mannschaft nächste Saison? Kannst du einen kurzen Ausblick geben? Ja, erstmal, wir haben ja unsere Kaderplanung schon im März, April abgeschlossen. Da war ja gar nicht die Rede von irgendwie Verbandsliga. Die Spieler, die neu zu uns kommen, das sind halt alles Spieler, wo ich denke, die haben eine richtig gute Perspektive. Die passen zu uns, relativ junge Spieler. Und wir werden natürlich genauso mit der Mannschaft in die Verbandsliga gehen und werden versuchen, die Jungen einzubauen und dann einfach mal schauen, was passiert. Also wir werden jetzt nicht noch großartig große Sprünge machen. Ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, in der Verbandsliga zu bestehen. Das wird halt einfach eine andere Spielart. Und es wird auch mal ein paar Niederlagen geben, das ist auch klar. Die Mannschaft war jetzt ein bisschen verwöhnt, weil wir haben nach einer Niederlage das nächste Spiel immer wieder gewonnen und in der Verbandsliga kann es halt einfach mal sein, dass wir über Wochen vielleicht mal verlieren. Aber ich glaube, so unterm Strich denke ich schon, dass wir mit der Mannschaft die Verbandsliga spielen können. Und wir haben ja eine recht junge Mannschaft, die sich halt auf jeden Fall noch entwickeln kann. Kannst du als Trainer die Doppelbelastung noch tragen? Du spielst ja noch nebenbei sozusagen in der Verbandsliga Nordbaden aktiv. Ja, das ist die Frage, stellen mir viele. Also es wird natürlich immer schwieriger, da wo ich noch spiele, aktiv in Speyer. Das ist auch Verbandsliga und da ist natürlich auch dreimal die Woche Training, plus am Wochenende das Spiel. Hier wird dreimal trainiert, plus am Wochenende das Spiel. Und mir fehlt natürlich ein Tag, wenn ich jede Trainingseinheit mitmachen würde. Aber das habe ich jetzt die letzten 5, 6 Jahre eigentlich immer hinbekommen und da muss halt einmal der Verein zurückstecken, mal der andere Verein. Das ist aber vorher klar so abgemacht und deswegen gibt es auch keine Probleme. Wenn ich am Schluss die Spiele gewinne oder die Ziele erreiche, dann ist das, glaube ich, alles okay. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Vielen Dank. Ciao.